Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Sunshine. Im letzten Part haben wir auch die zweite Welt Porto d'Oro zu 100% abgeschlossen. Und damit haben wir jetzt die ersten vier Welten schon alle zu 100% abgeschlossen. Wie wir sehen können, wir haben da alles gemacht. Immer die ersten acht Kapitel gespielt und auch die Geheiminsignien uns geholt. Und auch alle blauen Münzen uns geholt und auch die 100 Münzeninsignien uns geholt. Deswegen haben wir alles gemacht erstmal, was so geht. Deswegen machen wir jetzt dann einfach weiter mit der fünften Welt, die wir bisher noch gar nicht betreten haben. Wir wissen sogar nicht mal, wo die fünfte Welt überhaupt ist. Aber jetzt dann gleich werden wir es wissen. Ihr könnt schon sehen, dass ich dafür Yoshi brauche, denn er will erstmal eine Banane fressen. Denn als wir damals Yoshi gerettet haben, da war es ja so, dass ja Mario Morgana den noch gefangen hielt. Und da gab es dann eben eine kurze Kamerafahrt, die dann Mario Morgana gezeigt hat, wie er das Yoshi in Händen hielt. Und anschließend ist die Kamera dann noch zu dieser komischen Ananas dahin gefahren. Und jetzt haben wir Yoshi und Yoshi mag ja Früchte. Zack! Deswegen kann er diese Ananas hier wegfressen und damit erscheint hier eine Röhre. Und man meint vielleicht, dass das einfach ein Bonusabschnitt ist, aber nee. Das hier ist die nächste komplett neue Welt, Welt 5, und zwar Lido Serena. Und dort starten wir auch dann mit dem ersten Kapitel, das ist sogar eines meiner Lieblingskapitel überhaupt im ganzen Spiel. Das ist richtig cool. Es nennt sich Magische Mantas. Ist nämlich gleich mal ein Bosskampf. Und ist wahrscheinlich sogar auch mein Lieblingsbosskampf aus dem ganzen Spiel, oder? Ich mag ihn lieber als den Final Boss, würde ich sogar auch sagen, ja. Ich finde, der ist ziemlich cool, der Bosskampf. So, hier sind wir also in Lido Serena. Lido Serena, da ist es übrigens immer Abend, wenn man hier das betritt. Und es ist hier, genau, es liegt hier auf der anderen Seite von Park Fortuna, der übrigens auch wunderschön. Ich finde sowieso, Lido Serena sieht wunderschön aus hier mit dem Sonnenuntergang. Das ist echt ein richtig cooler Effekt hier, finde ich. Okay. Bevor wir uns jetzt hier großartig umgucken, will ich vielleicht gleich mal den Bosskampf auslösen. Oder will ich mich noch kurz vielleicht ein bisschen umsehen. Also wir können hier übrigens, wir können sehen, dass hier auch wieder überall Schleim ist. Das hier ist aber eine komplett neue Schleimart, und zwar Elektroschleim, der auch ziemlich fies ist. Denn wenn ich da reingehe, dann wird das passieren. Dann wird Mario, ja, geht es ihm nicht mal ganz so gut danach, weil er dann elektrisch geladen wird kurzzeitig. Und wird dann auf jeden Fall auch einen Energiepunkt verlieren. Deswegen, diesen Schleim darf man nicht mal berühren. Muss man echt auf jeden Fall gut aufpassen. Ich will noch kurz andere Dinge machen, bevor jetzt dann gleich den Bosskampf starte. Ich will noch kurz euch ein paar Sachen erklären, und zwar noch ein paar weitere Funktionsweisen, die ich bisher noch immer nicht erklärt habe, und zwar nämlich zu Dreckweg. Denn zu Dreckweg habe ich bisher noch gar nicht mal so viel gesagt, also zu ganz normalen Spritze zumindest. Schwebedüse dürfen wir nicht benutzen, aber zur ganz normalen Spritze will ich mir jetzt ein bisschen Zeit nehmen und dort noch ein paar weitere Moves euch erklären, weil ich jetzt dann nämlich gleich viele Moves hier auch gebrauchen kann für den Bosskampf, die sehr nützlich sind. Also einerseits, wenn ich eben den R-Knopf, mit dem ich ja Wasser verspritzen kann, nicht ganz durchdrücke, sondern nur so halb durchdrücke und halt bis fast zum Anschlag hin, dann kann ich eben, während ich Wasser verspritze, auch noch laufen. Wenn ich den R-Knopf ganz durchdrücke, dann kann ich währenddessen nicht mehr laufen. Wenn ich dann den Control-Stick bewege, dann kann ich nämlich hier halt so zielen. Da kann ich halt noch nach oben und unten oder auch nach links und rechts eben ein bisschen steuern. Da könnte eben aussehen, dass irgendwann auch mal Dreckweg halt der Saft ausgehen wird. Wir es dann gleich nochmal sehen können und dann kann er eben nicht mehr spritzen und ich muss dann nochmal neue anfangen. Genau. Dann, was wir auch schon gesehen, ja, das habe ich nicht gesehen, dass er da war. Was wir auch schon gesehen haben, ist, dass ich auch mit dem Dreckweg, nur mit dem Dreckweg, den Rückwärtssalto einsetzen kann. So nämlich, genau. Wenn ich eben R gedrückt halte, und zwar auch wirklich ganz durchdrücke, und dann A drücke. Wir können aussehen, wenn ich einen Rückwärtssalto ausführe, dass ich dann hier so ganz, ganz viel Wasser explosionsartig nach vorne rausspritzen kann. Und dieser Move ist sehr wichtig, denn den Move kann man auch einsetzen, ohne einen Rückwärtssalto zu machen. Das geht nämlich, indem man den R-Knopf gedrückt hält und dann A drückt. Genau dasselbe mache ich auch beim Rückwärtssalto. Ich muss R gedrückt halten und dann A drücken. Ich kann es aber auch in der Luft machen. Wenn ich also in der Luft den R-Knopf gedrückt halte und dann in der Luft A drücke, dann kann ich auch in der Luft, wenn ich will, hier mega viel Wasser nach vorne spritzen, ohne einen Rückwärtssalto extra machen zu müssen. Und das ist ein extrem nützlicher Move, den ich bisher noch gar nicht so wirklich häufig benutzt habe, werde ich aber in Zukunft jetzt häufiger mal machen, wenn ich den jetzt mal erklärt habe, weil ich damit dann wirklich halt extrem viel Wasser schnell nach vorne spritzen kann. Vor allem, wenn man Dreck wegmachen will, dann ist es wirklich sehr, sehr nützlich, weil ich dann das wirklich sehr, sehr schnell anstellen kann. Drehsprung ist da auch ganz cool, aber was wirklich noch effektiver ist, ist das hier. Hier schön Wasser nach vorne verspritzen, das ist echt ziemlich gut. Man kann es auch mehrmals sogar in der Luft machen. Das ist dann nur ein bisschen laut. Ich bin mal kurz ruhig, Moment. Das sieht dann so aus und hört sich so an. Also ihr könnt hören, dass es ziemlich laut ist, weil der R-Knopf ziemlich laut ist hier auf dem GameCube. Deswegen, ich werde diesen Move nicht allzu häufig einsetzen, weil ihr das dann über das Mikro ziemlich laut hören könnt und ich dann ein bisschen schreien muss, dass ihr mich noch verstehen könnt. Deswegen, ich werde es nicht häufig einsetzen, aber hier in dem Bosskampf ist es sehr nützlich, deswegen hier werde ich das häufiger mal benutzen. Gut, dann, und übrigens den L-Knopf kann ich auch noch gedrückt halten, um mich hier so seitwärts zu bewegen. Und währenddessen kann ich auch noch Wasser verspritzen und hier zum Beispiel sowas machen. Ich kann auch währenddessen, wenn ich will, einen Rückwärtshalter machen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, diesen Move hier zu beherzigen. Einfach häufig in der Luft R-Knopf und A-Knopf irgendwie ein bisschen draufhauen und damit ihr eben das hier machen könnt und damit dann wirklich extrem schnell hier Dreck wegmachen könnt. Könnt ihr sehen, ich kann ihn ganz, ganz schnell loswerden, den Dreck, aber ich werde das nicht so häufig einsetzen, wie gesagt, weil das halt ziemlich laut ist. Okay, jetzt aber genug hier rumgeblödelt und erstmal genug gezeigt. Jetzt dann gleich wollen wir hier das Wichtige machen. Wir reden erstmal mit euch beiden.
Es sieht so schön aus mit der Sonne, finde ich. Was? Das Hotel ist weg? Was heißt das? Ja, hier die Düsseldorf ist nämlich eigentlich die Hotelgegend. Also hier steht eigentlich ein Hotel, aber irgendwie ja doch nicht, ne? Was mit dir? Hey, was geht ab? Was soll der Unsinn? Bring in Ordnung. Bring's in Ordnung. Ja, werde ich gleich machen, gute Frau. Gut, und er hier ist der Hotelmanager. Oh, sag mir, dass mein Albtraum vorbei ist. Rettest du mich? Ich weiß nicht warum, aber du siehst fähig aus. Hör zu. Alles hat am Mittag angefangen. Dieses Manta-Ding. Tauchte auf. Es war hauchdünn. Wie ein schwebender Schatten. Es bedeckte das Hotelfundament mit diesem Elektroschleim. Dann, oh nein, mein schönes Hotel. Das arme Gebäude. Es ist in diesem Schleim versunken. Warum gerade ich? Das Personal räumt auf, aber wo ist mein Hotel? Was soll ich tun? Ich kann mich doch nicht zurücklehnen und... Na, es kommt zurück. Das Ende ist nah. Unternimm etwas. Ja, und das ist auch ziemlich creepy, finde ich. Aber ein richtig cooler Boss. So. Hallöchen, du ekliges Manta-Dingenses. Das sagt, glaube ich, auch direkt weg, was dazu jetzt dann gleich. Wir müssen auf jeden Fall erstmal Wasser draufspritzen. Wäre, glaube ich, keine verkehrte Idee. Und wenn wir genügend Wasser draufspritzen, dann wird das passieren. Moment. Jetzt. Spritzt du erst mit Wasser, teilt es sich. Genau. Jetzt hat es sich nämlich in vier kleinere Manta-Dinger, glaube ich, aufgeteilt. Oder sind es zwei? Ne, es sind nur zwei, oder? Kann man schwierig erkennen, weil die halt hier über den Boden halt so entlang schweben. Wenn sie mich berühren, machen sie mir halt Schaden und hauen mich ein bisschen weg, glaube ich. Normalerweise, ich muss aber das Zentrum von ihnen, glaube ich, erwischen. Genau, jetzt zum Beispiel. Und dann nämlich Schaden. Man kann aber sie zum Beispiel hier darunter verstecken, tatsächlich. Denn hier werden sie einen nicht erwischen. Denn die können halt immer nur, also, ja, wie soll ich das erklären? Die können halt hier am Boden zwar nur entlang schweben immer. Wenn sie aber hier hingehen wollen, dann werden sie immer nur auf die Hütte darauf kommen. Deswegen, ich bin hier sogar safe, tatsächlich. Und überall, wo sie hingehen, verteilen sie eben auch wieder ihren Elektroschlag, wie wir sehen können. Und das Prinzip ist jetzt eben folgendes, dass wir halt die mit Wasser abspritzen müssen. Und jedes Mal, wenn wir die mit Wasser abspritzen, dann werden sie sich aufteilen. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und das hier sind die kleinsten. Wenn ich die allerkleinsten auch besiege, dann werden die auch wirklich komplett verschwinden. Und ich glaube, am Ende sind es irgendwie, ich weiß nicht genau, 128 oder 256 Manta-Viecher oder sowas. Ziemlich viele auf jeden Fall. Und die werden dann eben ganz verschwinden. Was ich ganz gerne häufig immer gemacht habe, ist, dass ich zum Strand gegangen bin und dort gegen die gekämpft habe. Die werden einen auch so ein bisschen verfolgen, diese Viecher. Aber meistens lassen die einen sogar eigentlich in Ruhe und wollen einfach nur hier ein bisschen was einfärben quasi, wie ein Splatoon. So ungefähr. Das ist, echt so ein bisschen wie ein Splatoon, oder? Die wollen hier alles einfach einfärben. Schön, ich will alles wieder wegmachen. Ziemlich interessant auf jeden Fall. Und da ist noch einer von den ganz Großen. Muss schon ein bisschen aufpassen, das ist nicht ganz so einfach hier, diese Mission. Aber dennoch ist es eigentlich ganz gut machbar, denn was ich ja gerade eben erklärt habe, dieser Move hier, der ist extrem nützlich, weil ich kann hier einfach überall nach vorne spritzen. Und ihr könnt sehen, ich kann so viele Manta damit gleichzeitig treffen und die total schnell fertig machen. Das ist echt mega cool. Muss man auch beachten übrigens, dass dieser Move übrigens auch sehr, sehr viel, jetzt sind es auch ein bisschen viele, ne? Das sieht so cool aus einfach nur, finde ich. Muss auch beachten, dass dieser Move hier auch wirklich sehr, sehr viel Wasser kostet. Habt ihr jetzt sehen können. Wenn ich den zu häufig einsetze, wird mein Wasserstand sehr, sehr schnell leer gehen. Deswegen, da muss man dann echt gut drauf achten. Aber einfach hier schön, wenn die in die Nähe kommen, dann hier ein bisschen das rausspammen. Das ist wirklich super nützlich hier in dieser Mission. Wir können auch sehen, dass aus dem Boden übrigens überall Münzen rauskommen. Und dann unter diesen Hütten gibt es auch Münzen, auf den Palmen gibt es auch Münzen. Also normalerweise dürfte es genügend Münzen geben, dass man hier nicht allzu schnell ab... Ja, natürlich. Dass man hier nicht allzu schnell abkratzen sollte. Das dürfte eigentlich ganz gut passen. Wie ich jetzt diese Mission hier übrigens gespielt habe, dass ich... Okay, jetzt habe ich schon geschafft. Jetzt jagen sie dich, gebracht. Wie ich diese Mission hier gespielt habe, dass ich die ja alle erst so ein bisschen nach und nach gemacht habe, also aufteilen habe lassen, ist eigentlich nicht so gut. Man sollte eigentlich versuchen, gleich von Anfang an richtig abzugehen. Sondern jetzt, wenn ich es geschafft habe, dass kein größerer mehr da ist, sondern alle in ihrer kleinsten Form sind, dann werden sie auch ihre Farbe ändern und mich jetzt jagen. Und das ist sogar eigentlich nützlich, wenn sie einen jagen, weil davor haben die sich ziemlich eklig verteilt. Und jetzt könnt ihr euch einfach an den Strand begeben, wo ihr ziemlich viel Platz habt, und dann einfach schön hier diese Attacke rausbammen. Und mega viele von den Mantas gleichzeitig treffen. Und so habt ihr dann keine Probleme mehr, könnt hier schön immer Wasser rausbrennen. Wie gesagt, die werden alle zu euch herkommen. Und ihr könnt die dann sehr, 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 sehr leicht töten, diese Viecher, ohne dass sie euch eben zu nahe kommen. Ich finde, das ist echt ein mega cooler Bosskampf, auch von der ganzen Atmosphäre hier irgendwie, weil es auch echt ein bisschen creepy ist, dieser Bosskampf. Und was diesen Bosskampf noch so viel besser macht, ist eine Tatsache, die ich euch jetzt dann gleich noch erzählen werde. Denn das ist auch so ein bisschen ein Easter Egg, könnte man sagen, dieser Bosskampf. Der ganze Bosskampf an sich ist ein Easter Egg. An etwas ganz anderes. Aber ich werde es dann gleich noch mehr dazu sagen. Und das waren alle. Sobald wir alle besiegt haben, wird dann der Elektroschleim komplett verschwinden überall. Und das Hotel kommt wieder zum Vorschein. So, bevor ich jetzt die Insigne einsammle, will ich mir auch noch kurz Zeit nehmen, um noch kurz über etwas anderes zu reden, nämlich über dieses Easter Egg. Denn dieser ganze Bosskampf hier ist ein großes Easter Egg, eine große Anspielung an The Shining. The Shining ist ursprünglich ein Buch,
glaube ich, ein Horrorbuch von Stephen King, glaube ich. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin nicht so der Bücherwurm, ich habe davon keine Ahnung. Aber es gab auch eine Verfilmung davon. Den Film habe ich zwar auch nicht gesehen, aber ich kenne aus dem Film eine berühmte Szene. Nämlich hier ist Johnny. Das kennen vielleicht auch ein paar von euch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, The Shining ist eben ein Horrorbuch von Stephen King, glaube ich eben. Und dort will ich mal kurz, dann gleich habe ich mir aufgeschrieben, will jetzt nochmal kurz gleich zitieren, eine der letzten Sätze überhaupt, die in dem Buch vorkommen. Kann es sein, dass es die allerletzten sogar sind, aber eine der letzten auf jeden Fall sind die folgenden. Moment. A ghostly mantis shape floating away over the hotel. It was paper thin, like a shadow, and then broke into smaller forms before turning into smoke and drifting away. Frei übersetzt heißt es ungefähr, dass eine geisterhafte Manta-Form aufgetaucht ist, die über das Hotel hinweggeflogen ist. Sie war hauchdünn wie ein Schatten und hat sich dann in kleinere Formen aufgeteilt, bevor sie letztendlich sich dann in Rauch aufgelöst hat. Na, erinnert euch das an was? Ja, natürlich. Denn das, was wir jetzt gerade gelesen haben, ich sammle es jetzt mal kurz ein, das, was wir jetzt gerade gelesen haben, ist 1:1 der Bosskampf. Tatsächlich, denn es ist eine komische Manta-Form aufgetaucht, die hauchdünn war wie ein Schatten und die über das Hotel hinweggeflogen ist und danach ist das Hotel eben dann verschwunden jetzt in diesem Fall. Das hat ja sogar der Hotelmanager auch gesagt. Ich glaube, genau diese Worte hat auch der Hotelmanager gerade eben benutzt. Er hat auch gesagt, dass sie hauchdünn war wie ein Schatten. Ich glaube, diese Worte kamen bei ihm sogar auch vor, so ungefähr. Und auch, dass sie das über das Hotel hinweggeflogen ist. Da habe ich auch kurz kichern müssen währenddessen. Können wir mal zurückspulen. Das hat er auch so 1:1 gesagt. Und auch die Tatsache, ich gehe gleich nochmal rein, und auch die Tatsache, dass sich diese Manta-Form in kleinere Formen aufgeteilt hat, das ist auch 1:1 so. Deswegen, dieser ganze Bosskampf hier ist sehr wahrscheinlich, es wurde jetzt mal nie bestätigt, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, eine Anspielung an The Shining, was ich echt super cool einfach nur finde, weil es passt einfach so gar nicht, weil hier ein fröhliches Mario-Spiel angelehnt an ein Horrorbuch oder dann eben ein Horrorfilm auch mit der Verfilmung, das ist mega cool einfach nur, aber sowas liebe ich auch einfach nur, vor allem wenn es Easter Eggs sind, dann ganz andere Dinge und das ist super cool, finde ich. Okay, dann Kapitel 2, das Geheimnis der Hotellobby. Und noch gleich was anderes Besonderes hier in diesem Part, denn hier wird uns endlich auch mal wieder ein richtiges Bonus-Level erwarten, wo uns auch wieder Dreck weg abgenommen wird. Das heißt, hier gibt es auch wieder mal eine klassische Challenge von mir. Cool, oder? Und ein weiteres Easter Egg kann ich vielleicht sogar jetzt hier auch noch zeigen, oder will ich das mir fürs nächste Mal? Das will ich mir sogar noch aufheben fürs nächste Mal. Es gibt ja noch ein weiteres Easter Egg hier, Lido Serena, das ich euch dann beim nächsten Mal, glaube ich, mal zeigen werde. Das muss ja nicht unbedingt sein, dass wir gleich zwei Easter Eggs in einem Part haben. Ich hole mir erstmal eine blaue Münze. Denn hier ist eine. Einfach so random hier im Wasser entlang schwimmen und da kann man hier eine blaue Münze finden. Das ist die einzige blaue Münze, die hier in Lido Serena im Wasser ist. Hier ansonsten im Wasser ist keine weitere mehr. Ich kann jetzt, glaube ich, eh erstmal hier, bevor ich ins Hotel reingehe, mir erstmal jetzt ein paar weitere blaue Münzen jetzt hier draußen holen. Also ab jetzt wird es so sein, dass die allermeisten Missionen dann innerhalb des Hotels stattfinden werden. Denn wir können auch in das Hotel reingehen und dann dort wird ein komplett neuer Abschnitt beginnen. Und dort werden dann die allermeisten Missionen stattfinden. Aber eine weitere Mission... Ich überlege gerade, ja, eine weitere Mission wird auch noch hier draußen stattfinden. Das dürfte dann die 6. Mission, glaube ich, sein. Hier ist noch ein Leben übrigens. Das ist auch wieder aber ein Leben, das vor uns abhaut. Aber du bleibst schon hier. So, aber wie gesagt, ich will mir noch ein paar weitere blaue Münzen holen. Und zwar, ich glaube, hier ist auch noch eine, wenn ich einfach nämlich dieses Ding hier abspritze. Genau. Völlig random wieder mal. Ist da eine blaue Münze. Alles klärchen. Dann eine weitere. Ich kann mal kurz mit denen vielleicht reden, mit den Lokis hier. Ich beginne an diesem Mann zu zweifeln. Okay, warum? Was sagt er? Wir können noch nicht hinein, oder? Jo, das habe ich mir gleich gedacht. Jo, Alter. Sie haben die Buchung wahrscheinlich verschlammt. Oder du hast es verschlammt oder sowas? Wer weiß. Ja gut, das Hotel war ja gerade eben auch noch nicht wirklich draußen. Muss man zugeben. Was mit euch? Ja, du bist im Weg übrigens. Warum geht es nicht weiter? Kann ich jetzt einchecken? Ja, mittlerweile schon. Ich habe jetzt alles geregelt. Ich finde die Stimmen von denen so witzig. Es tut mir leid, aber das Hotel wird noch vorbereitet. Wir lassen sie hinein, wenn es fertig ist. Ich bitte um Geduld. Ja, ich werde jetzt aber dann gleich reingehen dürfen. Und du? Ich bin völlig erschöpft. Lass mich eine Pause machen. Und mit dir will ich auch noch schnell reden. So. Um die Wahrheit zu sagen, ich war besorgt, was geschieht. Gut, dann eben noch eine weitere Blaue Münze, die wir holen. Denn hier bei dem anderen Saftladen oder so, hier steht auch gar niemand. Da ist nämlich eine blaue Münze da oben. Beim anderen waren nur zwei gelbe, aber hier ist eine der gelben Münzen zu einer blauen geworden. Genau. Und dann noch eine weitere blaue Münze. Ist in einer der Fackeln. Jetzt wartet mal. Weiß ich das auswendig? In der hier. Nein. Ne, normale, nur dann in der. Oder? Ja, in der, okay, gut. Okay, hier ist eine blaue Münze, also eine von diesen Fackeln hier, eine von den beiden wusste ich noch, aber die hier ist auf jeden Fall, genau. In anderen Fackeln ist keine mehr. Auch in der großen Fackel ist, glaube ich, oder ist das sogar auch eine? Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube aber eigentlich nicht. Wir schauen mal schnell. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ne, ist nur eine normale, okay.
Gut, es gibt noch weitere blaue Münzen hier draußen. Ja gut, eine weitere hole ich mir noch schnell, aber eine andere hole ich mir erstmal nicht mehr, aber kann ich euch noch zeigen vielleicht. Aber erstmal, wir holen uns noch eine weitere. Und zwar hier bei diesem Blumenbeet muss man nämlich eine Stampfattacke. Ah, ne, draufspritzen. Ich dachte Stampfattacke. Oder passiert da nicht auch irgendwas? Ne, draufspritzen. Okay, ist auch gut. So, eine weitere blaue Münze. Haben wir gerade eben schon sehen können. Ist noch da oben. Und das hier ist die wahrscheinlich so ziemlich schwierigste blaue Münze im ganzen Spiel. Also das stimmt nicht ganz. Die schwierigste blaue Münze im ganzen Spiel ist es nicht. Aber in der Challenge ist es wahrscheinlich schon die schwierigste blaue Münze. Denn man kann die bekommen. Ich habe ja gesagt, man kann die ersten 5 Welten zu 100% abschließen. Man kann irgendwie an diese blaue Münze rankommen. Aber das ist extrem schwierig, denn hier mit dem Dreh-H-Sprung komme ich hier nicht nach oben. Ich muss irgendwie da auf diese Burgmauer rauf. Aber wie zum Teufel soll das denn bitte funktionieren? Das ist wirklich knallhart. Denn es gibt keine wirklich einfache Möglichkeit, da nach oben zu kommen. Denn eigentlich muss man da irgendwie halt hochschwimmen. Aber dürfen wir nicht benutzen. Und da nach oben zu kommen, ist sauschwer. Also da werde ich auch sehr lange brauchen, um die zu bekommen, denke ich mal. Aber die holen wir uns nicht jetzt, sondern irgendwann mal später. Das wird auf jeden Fall ziemlich nervig werden. Jetzt erstmal gehen wir ins Hotel. Hey, Mario, wenn ich nicht irre. Genau, Mario. Hör zu, ich habe das Gefühl, dass du mir erneut helfen kannst. Ach man, ey. Nun, das Hotel, es ist voller, voller Geister. Vielleicht könntest du hereinkommen, bitte? Ich weiß, dass du ein Wunderheiler bist. Keine Bescheidenheit. Das spricht noch mehr dafür, dass im ersten Kapitel das eine Anlehnung an The Shining war, denn das Lilo Sirena hat auch die meisten Horrorelemente, nenne ich das jetzt mal, weil hier nämlich überall auch Geister vorkommen. Ich meine, das im ersten Part, im ersten Kapitel, war ja auch schon so eine Art Geist, dieses Manta-Ding da. Und hier sind jetzt halt überall Buhus, aber komisch aussehende Buhus übrigens. Die Buhus hier funktionieren auch ganz anders als in den anderen Mario-Spielen. Ihr könnt sehen, dass sie nicht unsichtbar werden, wenn ich sie angucke und auch nicht stehen bleiben. Die werden einfach irgendwann random unsichtbar und irgendwann random tauchen sie aber auch wieder auf. Keine Ahnung. Man kann sie einfach besiegen, indem man auf sie draufspringt. Wenn ich mit Wasser auf sie spritze, dann werden sie immer sichtbar. Ja, wie der zum Beispiel. Und dann kann ich sie eben auch zu Boden treiben und dann halt ein bisschen einfacher auf sie draufspringen. Also, das sollte man eigentlich schon meistens machen. Dass man sie vorher mit Wasser abspritzt, muss man aber nicht machen. Man kann auch auf sie draufspringen, während sie unsichtbar sind. Das geht auch. Man weiß halt nur nicht genau, wo sie sind. Man kann es ein bisschen so erkennen. So knapp kann man vielleicht sehen, wo die sind, obwohl sie so einigermaßen unsichtbar sind. Aber dennoch empfiehlt es sich auf jeden Fall, die zuerst mit Wasser abzuspritzen. Ja. Und dann gibt es noch diese andersfarbigen Boos hier. Und die, wenn ich die abspritze, dann werden die wieder mal zu irgendwelchen komischen Plattformen. Frag mich nicht, wieso, ist es aber so. Aber ich will vielleicht kurz mit den Leuten hier reden, dann gehe ich hier nach oben. So. Ich sammle die seltsame Öffnung oben am Totempfahl an. Und plötzlich sind dort Geister aufgetaucht. Das war gruselig. Eigentlich ist übrigens hier auch eine Treppe. Die kann man aber hier im zweiten Kapitel nicht benutzen. Deswegen, man kommt hier nicht nach oben. Man muss wirklich diesen Weg nach oben mit diesem Behus da gehen. Wenn sich auch zu lange Zeit lässt, werden die auch wieder sich zurückverwandeln. Ich rede jetzt mal noch kurz mit dir. Der ist auch am, am Ausrasten ein bisschen. Ma, hilf mir! Ja, überall Geister, ist nicht so schön, ich weiß. So, ich geh's mal schnell nach oben, ja genau, sie verschwinden jetzt nämlich schon, werden wir zu normalen Geistern. Aber hier schnell nach oben gehen, alles klar. Gut, dann hier schon die erste Etage. Aber wir wollen in die zweite Etage, denn dort oben, da ist dann unser Ziel, wo wir eigentlich hinwollen. Die habe ich jetzt aber blöd positioniert, die Plattform da. Ja, würde aber trotzdem, glaube ich, gehen. Ja, nein, na, Mario. Sehr schön, okay. Dann, nein, Mario. Hier nach oben, alles klar. So, und der eine Typ hat ja schon gesagt, dass ganz am oben von diesem Totempfahl, dass da etwas komisches ist, nämlich das hier. Und da wollen wir jetzt reinspringen, denn ihr habt es vielleicht schon erraten, dort ist ein weiterer Bonusabschnitt. So, kein Dreck weg. Das heißt, eine weitere Challenge. Und so sieht das Ganze aus. Ja, ein ziemlich weiter Weg. Und das ist auch wieder eine etwas schwierigere, würde ich mal sagen. Aber ich dürfte die trotzdem ganz gut hinkriegen, weil ich schon weiß, was ich tun muss. Hier gibt es jetzt nämlich zwei verschiedene Arten von Blöcken, die ich, glaube ich, schon mal so halb erklärt habe, glaube ich. Und zwar einmal diese normalen Mario-Blöcke, nenne ich die jetzt mal, die man nur kaputt machen kann, indem man von unten gegen sie springt. Und dann gibt es noch diese Melonen hier, ich mache es jetzt mal kurz. Und die Melonen kann man nur zerstören, ich zeige mal kurz von der anderen Seite. Die Melonen kann man nur zerstören, indem man die mit einer Stampfattacke trifft. Also von unten kann ich die nicht zerstören, sondern die nur mit einer Stampfattacke, wie wir jetzt sehen können. Bam. Und diese normalen Blöcke hier, die kann ich aber wirklich nur von unten treffen, mit einer Stampfattacke nämlich nicht. So, ich muss mich jetzt umbringen, weil ich habe nämlich die Challenge schon verloren. Ich wollte es nochmal kurz zeigen, wie die Blöcke funktionieren, dass ihr das versteht. Die Challenge lautet nämlich, dass wir es schaffen müssen, insgesamt 15 der braunen Blöcke zu zerstören. Und das ist auch, glaube ich, das Maximum, was irgendwie geht. Aber keinen einzigen der Melonenblöcke. Ja, also 15 braune Blöcke zerstören, aber keinen einzigen der Melonenblöcke. Okay. Alle braunen Blöcke zu zerstören ist übrigens auch nicht möglich, würde ich mal behaupten. Weil die hier zu zerstören, ich muss ja von unten gegen sie springen. Das ist dann doch ein bisschen sehr schwierig. Aber die kann ich auf jeden Fall alle erstmal zerstören. So, nämlich dich. Leben wieder. Ich kriege ja immer ein Leben, das ist ganz cool. Dann auch dich und auch dich.
Melone dürfen wir gar nicht zerstören in der Challenge. Und den hier können wir auch noch zerstören. Das ist aber jetzt sehr schwierig. Denn wenn ich hier ganz an die Kante gehe, dann schafft man das, glaube ich, nicht so, wenn ich weiter mal abprallen werde. Da muss man jetzt nämlich schon tricksen. Das ist eigentlich schon der schwierigste, der Block hier. Ich will es dann nämlich gleich da so hinspringen und dann direkt danach, wenn ich ihn getroffen habe, einen Hechtsprung machen, um dann wieder ein bisschen nach vorne zu kommen, um dann eben auch wirklich hier wieder landen zu können und nicht in der Schlucht eben, in die Schlucht zu fallen. Wartet. So. Zerstören, dann wieder einen Hechtsprung sofort nach vorne machen und dann euren Hintern retten. Okay, dann mit Wandsprung hier nach oben. So. Und dann hier weitergehen. Die weiteren Blöcke hier erstmal kann ich jetzt nicht mehr zerstören, weil die sind zu weit weg. Das geht nicht mehr ganz. Und ich muss übrigens schon teilweise ziemlich schwierige Sprünge sogar machen ohne Trägweg. Ich muss mich von den Gegnern hier wegspringen. Man kann natürlich auch einfach mit Drehsprung oder Drehhechtsprung oder sowas rüber. Aber gedacht ist es, dass ich hier sowas mache. Dass ich von den Gegnern mal wegspringe. Okay. Also vier Blöcke haben wir bisher schon zerstört. Und hier kommen jetzt acht weitere auf unser Konto, die geschenkt sind eigentlich. Demnach haben wir dann schon 12. Und danach fehlen nur noch 3 weitere, die wir dann am Ende noch finden werden. Und wie gesagt, Melonenblöcke dürfen wir keine zerstören. Das wird dann auch am Ende ein bisschen tricky werden, dass wir, weil wir eben keine Melonenblöcke zerstören dürfen. Werden wir schon noch sehen. Zuerst mal hier schön Wandsprung nach oben. Okay. Dann hier gibt es jetzt 2 Wege, die man entlang gehen kann. Kann einmal den oberen oder auch den unteren. Beim unteren wird man mit Münzen belohnt, aber was bringt einem Münzen? Frage ich mich, aber ich nehme mal trotzdem den unteren, weil der schwieriger ist. Ich wollte es jetzt eigentlich gar nicht unbedingt sofort machen. Ich nehme jetzt mal den unteren, weil der ein bisschen schwieriger ist. So. Als der obere, aber der obere ist auch nicht so mega einfach, aber eigentlich schon ganz gut machbar, finde ich. Und ich lasse sogar die Münzen. Ja. Ich lasse sogar. Ja, das war knapp. Ich lasse sogar die Münzen aus, aber Münzen sind mir auch ziemlich egal. Okay. So, 12 haben wir schon, also 3 müssen wir noch zerstören. Und einmal will ich den hier zerstören, auf dem ich gerade draufstehe. Dafür nach unten fallen lassen und dann hier hin. Und zack, okay. Gut, dann noch 2 weitere. Wie gesagt, Melonenblöcke dürfen wir jetzt eben keine... Warum habe ich gerade den Melonenblock zerstört? Oder war... Nee, ja, nee, da war gerade... Wo habe ich da gerade einen zerstört? Hier, warte mal, war hier ein Melonenblock drauf? Auf dem hier, war da einer? Ja, eigentlich nicht, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. War da jetzt einer drauf? Weil eigentlich müsste ja auch einer sein. Habe ich den gerade zerstört mit der Stampfattacke oder wie? Nee, kann ja gar nicht sein. Oder? Bin gerade verwirrt. Ich hole mir jetzt erstmal noch den anderen. Für den anderen will ich das gleiche machen, nämlich mich hier hinhängen. So. Nee. Und dann hier hin nämlich genau. Und das hier machen. Zack. Okay. Ich bin gerade noch verwirrt. Warum ist jetzt hier eine Lücke? Da war doch gerade eben noch ein Block im... Oder war das einfach nur der eine braune? War hier an der Stelle einfach ein braun? Ich glaube schon, ne? Da war kein Melonenblock hier. Aber das sieht komisch aus, weil halt jetzt hier genau ein Block fehlt. Aber dürfte, glaube ich, schon alles passen. Ich glaube, ich habe schon erfüllt. Weil ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass hier kein Melonenblock war. An der Stelle ist halt einfach nur der braune eben. Aber es sieht halt komisch aus, finde ich. Aber na gut, wird schon passen. So, bisher haben wir jetzt 14 zerstört, also noch ein weiterer fehlt. Und den will ich jetzt auch noch dann gleich schnell zerstören. Ja, ich wollte hier loslassen, Mario. Okay, loslassen. Hier hin. Okay, sehr riskant alles. Den noch zerstören. Und das war's auch schon. Weitere Blöcke kann man hier nämlich gar nicht zerstören. Das ist nämlich nochmal eine neue Blockart, die wir bisher noch... die haben wir sogar schon bisher mal gesehen. Im Parco Fortuna nämlich. Dort im zweiten Bonuslevel. Aber ich glaube, ich habe zu denen nichts gesagt. Ne? Welche wollen wir später noch machen. Auf jeden Fall. Aber mit diesen Blöcken hier hat es auch irgendwas auf sich. Was genau, werden wir noch sehen. Aber man kann da erstmal nichts gegen die machen. Deswegen, ich glaube wirklich 15 von den braunen Blöcken zu zerstören, ist das Maximum, was geht. Und das haben wir jetzt erfüllt. Wir haben auch auf dem Weg keinen Melonenblock zerstört. Deswegen, bisher passt alles. Jetzt nur noch nicht mehr sterben und dann sieht's gut aus. Bei dem Block kann man übrigens auch ziemlich leicht runterfallen, deswegen da ein bisschen aufpassen. Und auch hier kann man noch ziemlich leicht runterfallen, bei diesem Sandabschnitt hier. Also ist schon kein so mega einfaches Bonuslevel, aber dennoch ist es ganz gut machbar, finde ich. So, hier in der Mitte ist übrigens noch, da muss man aufpassen. Hier rüber. Und da ist noch ein einziger Gegner. Was soll ich nur tun gegen dich? Ich weiß es nicht. Komm mal her. Hallo? Merkst du mich? Was zum Teufel? Dann stirb halt. Ach man, ne, so ein Quatsch. Und damit die Insignie und auch die Challenge erfüllt. Yay! Und Mario schaut ein bisschen schief, aber eigentlich fast gerade. Okay, cool. Wieder mal eine Challenge. Challenges sind ja eigentlich immer ganz cool. Das finde ich echt immer schön. So, und das dritte Kapitel schaffen wir jetzt nicht mehr, weil das dauert sehr lange, das dritte Kapitel. Vor allem, weil es da wieder einen Glitch gibt, den ich euch zeigen will. Es gibt so viele Glitches hier, das ist echt genial. Dann machen wir noch kurz was anderes, würde ich sagen. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, welche Insignien wir uns denn noch ziemlich schnell holen können. Und da fällt mir eine ein, ja. Ja, holen wir uns die noch schnell. Das geht sogar sehr schnell. Sehr, sehr schnell sogar. Dann wird der Part sogar vielleicht ein bisschen, also nicht ganz eine halbe Stunde. Ich meine, die Mario Sunshine Parts sind ja eh nicht eine halbe Stunde. Ich peile da ja eher irgendwas zwischen 25 und 30 eben an. So 27 oder sowas. Peile ich immer ungefähr an. Und der könnte sogar jetzt ein bisschen kürzer werden als 27, aber ist hoffentlich in Ordnung. Und zwar, die nächste Insignie, die wir uns holen wollen, hat nicht mit dem Kollegen hier zu tun. Denn man kann erkennen, dass dort in diesem Haus eine Insignie drin ist. In diesem Fenster, da kann man ganz genau erkennen, dass da eine Insignie ist. Und was sagt denn der?
Hi, schmeiß mal eine Münze rüber und ich werfe dich. Ja? Eine einzige Münze hat die Macht, dein Schicksal zu ändern. Das stimmt tatsächlich, genau. Wir müssen nur eine einzige Münze irgendwo sammeln. Und der einfachste Weg ist zum Beispiel hier. Nämlich bei diesem Wetterhahn hier. Man kann hier in Piazza Delfino sowieso sehr einfach Münzen bekommen, indem man alles mögliche abspritzt. Und wenn man eine einzige Münze ihm dann gibt, passiert folgendes. So. Ja, mach ich. Yippie und tschüss. Hui. Ja. Und das haben wir, zum Glück haben wir das mal gesehen. Es ist eigentlich gedacht, dass er mich hier in dieses Fenster reinschmeißen soll. Wir können nämlich sehen, dass dieser Zaun hier, dieses Gitter davor, dass es hier etwas schief ist. Bei den anderen sieht es schon gerade aus. Denn das soll einem andeuten, dass man hier eben durchbrechen kann. Man kommt aber anders nicht rein. Ja, natürlich. Man kommt aber anders nicht rein, auch mit Turbodüse oder sowas zum Beispiel. Da haben wir aber eh keinen Platz dafür. Aber gedacht ist es eben, dass der Kollege da einen reinwerfen kann. Aber, hier liegt, glaube ich, auch eine Münze, genau. Aber das klappt halt leider nicht immer, was ein bisschen nervig ist, denn der muss einen da richtig werfen und manchmal passt der Winkel aus irgendwelchen Gründen nicht. Und das ist dann ein bisschen doof teilweise. Ich glaube, es hängt auch nicht damit zusammen, wie man steht, denn das könnte man auch meinen, dass man wirklich direkt vor ihm steht und im richtigen Winkel stehen muss. Dass man eben halt, dass ich mich halt genau so hinstellen muss, dass der Winkel halt passt. Aber ich glaube, das ist egal. Ich glaube, ich kann ihn auch von hier aus ansprechen. Oder halt von, oder ist der Winkel doch wichtig? Ja, vielleicht ist er doch wichtig. Ich mach's mal von hier aus. Das ist ziemlich schief jetzt eigentlich. Ich schau mal schnell, wie es jetzt aussieht. Und? Ja, genau, es ist... Wow. Jetzt haben wir hier zwei so interessante Sachen gesehen. Das ist ja heftig. Auf jeden Fall ist es schon ziemlich egal, wo man steht. Also eigentlich ist es gedacht, dass der einen da immer reinwirft. Aber ihr könnt sehen, dass da die Entwickler offenbar ein bisschen schlampig waren und das nicht immer funktioniert. Aber das Gute ist, dass wir jetzt das Gitter immerhin weggebracht haben, auch wenn ich nicht drin gelandet bin. Da kann ich jetzt einfach noch selber reinspringen und kriege jetzt hier dann eben eine weitere Insignie. Also ja, sehr interessant das Ganze. Keine Ahnung, warum das manchmal klappt, manchmal nicht. Aber ist auf jeden Fall so. Naja. Ach Gott, ey. Okay. Was ich jetzt sogar auch noch schnell machen kann, was ich eigentlich gerade eben noch machen wollte, ist, dass ich noch ganz, ganz kurz mit dem einen Typen da mal reden kann, hier im Piazza Delfino, wo ich mir gerade eine Münze geholt habe. Denn hier ist ja ein weiteres Wanted-Poster mit eben Mario Morgana, wie wir mittlerweile wissen. Nicht mehr mit uns selber, sondern eben Bowser Jr. halt mit Mario Morgana. Da ist übrigens auch das M abgebildet, was ganz cool ist. Und von dem kriegt man eben auch immer Münzen oder halt von Wetterhähnen kriegt man Münzen. Was ich auch mal ganz kurz zeigen kann, ist, dass er von vielen anderen Objekten kann man auch Münzen bekommen. Von dem Ding hier zum Beispiel auch. Also hier im Piazza Delfino kann man ziemlich viele Münzen immer bekommen. Ich will noch ganz, ganz kurz einfach mal mit dem Typen hier reden, nur ganz, ganz schnell, was der noch zu sagen hat, dann beenden wir den Part. So. Unmöglich, mir reicht's jetzt. Also, ja, unmöglich, mir reicht's jetzt. Wer beschmiert die Wand? Was soll M überhaupt heißen? Und kennen wir uns? Wow, du bist auch wieder Intelligenz in Person, bist du, mein Lieber. Ach man, ey. Okay, Leute, ich würde also sagen, das war's erstmal für diesen Part von Let's Play Super Mario Sunshine. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann noch in Nidus Arena weitergehen wird. Wir dann dort auch noch das dritte Kapitel spielen werden und das vierte auch, würde ich mal sagen. Aber mehr schaffen wir wahrscheinlich schon gar nicht mehr, weil das dritte und das vierte Kapitel dauern beide Ewigkeiten. Also vielleicht schaffen wir sogar nur das dritte, weil das vierte dauert auch Ewigkeiten, wie gesagt. Wir werden schon noch sehen, was wir beim nächsten Mal alles so schaffen werden. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.